Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Summoners War Video. Und zwar werden wir heute einmal in den GK gehen. GK, wir haben etwas stärkere Gegner, deswegen habe ich richtig Bock zu verkacken. Weil ich werde bestimmt hier ein bisschen verkacken, ja, weil wenn ich mir den hier schon angucke, kriege ich jetzt schon das Kotzen. Ja, also da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Aber wir gucken mal, ja. Ich gebe mal mein Bestes, ich glaube hier der Typ ist G1, ja, GG, da werde ich bestimmt viel reißen können. Ja, C2er, C1er, C1er, ja, F3er ist klar. Dann F3er, ja, also hier wird lustig, ja. Man sieht, dadurch, dass meine Gilde, dazu wird übrigens nächste Woche ein separates Video kommen, weil ich da was ansprechen muss und ich eure Hilfe brauche. Aber dazu kommt nächste Woche ein separates Video. Ah, übrigens, wenn ihr eine Frage habt, Tesha fragt Nalo, ab in die Kommentare damit. Muss nicht unbedingt was mit Summoner's War zu tun haben, ist egal was, ja. Okay, ja. Habe ich sonst noch irgendwas zu sagen? Alucard. Aber das ist nicht der Alucard, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe Angst vor ihm. Ansonsten geht's. Ich habe einen Garni. Ist nicht so problematisch hier. Hier könnte sein, dass er mich richtig auf dem... Egal, wir versuchen es einfach, ja? Wir versuchen es einfach mal. Ich habe Jane 6 da gemacht. Das ist neu passiert. Bin gerade am Leveln. Ist aber noch nicht wirklich gut geruhen und alles, ja? Also da wird noch mal ein bisschen umgeruhen und so ein Kram. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen farmen. Aber das war so diejenige, die ich als nächstes ein 6 da machen wollte. Als nächstes kommt Tessarion mal dran. Ja, aber wahrscheinlich erst ein paar Wochen später, weil ich muss ein paar Runen farmen für ihn. Danach wird wahrscheinlich dann King Kle kommen. Und danach werde ich mich für Bulldozer, Copper, Immensity Combo fokussieren. Okay, ich möchte da oben gerne Wähler mitnehmen. Das ist eigentlich schon fast safe. Dann nehme ich ganz gerne... ich bin schon am überlegen, Perna mitzunehmen. Wir könnten Perna mitnehmen. Ja, schon allein. Ich möchte ganz gerne einen HP-Lead haben. Zum Beispiel ihn hier. Denn ich habe vor ihm dolle Angst. Das Ding ist, die werden schneller sein. Ja, die werden hundertprozentig schneller sein. Um Vanessa mache ich mir nicht so die Sorgen. Aber er hier. Da, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Er kann echt guten Damage ranhalten. Wir könnten auch noch ihn mitnehmen. Wir hätten nur Perna Heal. Ist das schlimm? Ich glaube nicht. Wir haben nur keinen Death Break. Das ist so das Problem. Monkey könnte man mitnehmen. Monkey hat einen relativ guten Self-Heal. Dadurch auch, dass er bei mir auf Vamp ist, aber noch nicht wirklich hochgeruhnt ist. Das ist so das erste Problem. Ja, die sind nicht wirklich geupt, die Ruhen. Könnte man aber probieren. Ansonsten feuermäßig Garo, ja, könnte man machen. Die haben alle Single-Target-Sits, meine ich. Ja, außer hier wurde aber irgendwas geändert. Nee, AOE und Single Target. Könnte man in der Theorie auch Garo mitnehmen. Man könnte das dann auch so machen. Wobei ich dann Angst habe, weil wir keinen richtigen Healer haben. Aber okay, wir lassen das erstmal ganz kurz provisorisch so. Da oben würde ich schon fast so reingehen. Das Ding ist nur, dass mir hier Garni wahrscheinlich mehr helfen könnte. Ja, aber mal gucken. Also, Molong auf jeden Fall muss Kaimun ein bisschen tanken. Ja, also Molong sage ich schon. Feng Yang muss mit, weil muss ein bisschen tanken. Wir könnten Garni mitnehmen, ist halt ein bisschen die Safe-Variante. Was heißt Safe-Variante? Jetzt brauche ich noch einen relativ guten Heal und der relativ gute Heal. Der einzige wäre er hier. Wobei ich mit ihm... Ja, oder Wusa. Wusa wäre auch eine Idee. Wusa wäre auch eine Idee. Dann geht mir vielleicht Theomas nicht so derbe auf den Sack. Das Ding ist nur, der Heal ist nur durch die zwei... Ja, könnte machbar sein. Da oben bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Er wird auf Speed gebaut, oder? Ist das der? Je schneller dein Ange... Ja. Ich weiß nicht, ob der Garo-Speed reicht. Oder ob ich lieber safe gehen soll mit HP-Lead und eventuell ein bisschen mehr Death-lastig. Ja? Ich glaube, das wäre die safere Variante. Garo könnte halt... Nee, ich lass Garo mal weg. Ich glaube, das ist mir zu kritisch, ja. Ich weiß nicht. Er ist nicht der Schnellste, ja. Er ist nicht der wirklich Schnellste. Er ist knapp über 200 Speed. Ja, deswegen... Ich weiß nicht. Ob das reicht, glaube ich nicht. Deswegen nehme ich lieber... Ich nehme das, glaube ich, so mit lieber. Ja, wir versuchen es einfach mal. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich ein GK sein, wo ich sowieso verkacken werde, hier und da. Hundertprozentig. Ja, also, naja, ist halt ein bisschen doof gelaufen. Aber das ist mal ein starker GK, ist mal ein GK, der sich anlohnt, also lohnt zu gucken. Und BK läuft immer noch, sehe ich gerade. Also, er ist schon mal schneller. Er macht die AOE-Attacke. Okay, das ging sogar. Machen wir Willebuff. So, ich möchte als allererstes, ich versuche sie erstmal zu stunnen. Nice. Deathbreak. Nice. Machen wir das hier. Bam. Und jetzt machen wir, Schaden war da. So. Oh, nice. Stun. Ah, schade. Er geht auf Perna. Okay, der Schaden von Molong ist gut, dafür, dass es... Das sind ja Feuermonster plus HP-Leader, ja. Also der Schaden ist hier nicht schlecht, aber das sollten wir gewonnen haben. Das sollte
gut sein. Kann sein, dass er noch die Pörner ploppen wird. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass da jetzt noch viel passiert. Okay, die erste Runde, die haben wir schon mal mit Bravour gemeistert. Aber ich muss sagen, hier war jetzt echt ein bisschen... Ich hätte mehr erwartet von den Gegnern hier, aber es ist ja auch nur ein Plus-2er, glaube ich. Wir machen auf jeden Fall ein Plus-3er. Oh, mein Wusa ist schneller. Das gefällt mir. So, Wille und Shield. So, Molong. Was habe ich mit Molong? Feng Yang. Okay, er strippt. Nice. Bin stolz auf dich. Sollten wir Eladriel zuerst zurücksetzen und dann auf Theomas gehen. Das ist eigentlich so mein Plan. Machen wir auch. So, zack. Gut. Wurde sehr gut zurückgesetzt. Sollten wir das machen? Ich glaube nicht. Lass das erstmal. Machen wir erstmal so. Proc, nice. So, wir machen... Wow, ist der Squish. Heilige Scheiße. Wow. Und er kommt nicht durch mein Shield. Okay. Ist gut für mich, sage ich mal, ne? So, machen wir so. Das ist okay. Da ist Endur drauf. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf ihn. Okay. Okay. Das ist okay. Jetzt tun wir ihn zurücksetzen, damit wir ein Shield haben. Wir könnten hier nochmal ein Glancing drauf machen. Oder auch nicht. Glancing? Ne, kein Glancing. Okay, dann machen wir es so. Einfach nur, um safe zu sein. Weil er kommt... Ich weiß nicht, kann sein, dass er jetzt durch ein Schild kommt. Ne, kommt er nicht. Okay, gut. Schaffen wir ihn... Ja, okay. Das ist gut. Jetzt muss ich nur auf Eladriel aufpassen, dass er nicht gleich so oft prockt. Ah, okay. Wir können wieder zurücksetzen. Nice. So, immer schön zurücksetzen und widerstanden. Das ist aber nicht so bad. So, machen wir so. Zack. Okay. Das sollte eigentlich auch in der Tasche sein. Außer Eladriel... rastet gleich komplett aus. Durch sein Schild bin ich nicht gekommen. Sollen wir das machen? Ja, wir machen das Safety First, weil ich habe keinen Bock auf die Heal-Sperre da von K-Moon und so. Heilige Scheiße. Hör auf zu procken. Ja. Der ist down, oder? Der ist down, oder? Komm, zack. Ja, sehr schön. Okay, gut, das haben wir auch. Ja, lief ganz gut. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber die Monster jetzt hier unten, also er jetzt zum Beispiel... Oh, geil, Sleep. Er war jetzt nicht... So gut. Also ich dachte, wäre stärker jetzt hier, ja. Aber ich werde bestimmt gleich noch eins besseren belehrt. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. So, Glancing mal drauf. Danke. Boah, wir müssen nichts zurücksetzen. Machen wir so. Und machen wir so. Sehr schön. Also wie gesagt, Jayne baue ich mir auch hauptsächlich für die LTA, weil die da so ein bisschen Meta ist und so ein Kram. Und Tessarion... Wird Zeit. Ich habe den schon so lange. Ich habe den schon so lange da rumfliegen und ich hatte nie Bock, ihn zu bauen. Ach. Aber er kommt als nächstes dran. Mir fehlt nur noch ein Regenbogenmann. Ja, und danach wird er dann auch auf Sixer gemacht. Da muss ich noch ein paar Runen für ihn finden. Und dann passt das schon. Dann sehen wir, habe ich auch endlich mal meinen Tessarion gebaut. Aber kommt noch. Okay. Gegen Katja haben wir bestanden. Den könnten wir probieren. Das ist ein Bomber-Team. Das Ding ist so, ich müsste schnell sein. Sprich, ich würde hier wahrscheinlich mit Garo Vela wahrscheinlich reingehen und hoffen, dass ich schneller bin. Wenn ich nicht schneller bin, wäre RIP. Wahrscheinlich. Wäre RIP. Hier unten, ja, egal. Wir nehmen mal den Marshall. Okay, gehen wir mal auf Marshall ein. So, wir müssen hier schnell sein.
Dann gehen wir jetzt auf die Plus 3 ein. Also, hier bin ich ganz bin ich am Überlegen, es zu machen, es zu versuchen. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass die mit ausbieten. Hat keiner probiert von uns. Was mit ihm hier? Das ist ein C2er. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das probieren möchte. Ich glaube, ich probiere ihn hier. Ob ein, weiß ich, wie ich es den Titel nennen kann. Ob ein F3er gegen G1er gewinnt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Müssen wir uns jetzt mal ein bisschen überlegen. Also WLAN nehme ich ganz gerne mit. WLAN oder WUSA. Und ich glaube, wir nehmen hier oben eher WUSA mit, weil es safer ist, schneller. Ja. Dann brauchen wir. Wir könnten was gegen Perna mitnehmen. Ich glaube, ich nehme hier oben ihn mit, weil er tankt Perna so ein bisschen. Außer sie rastet komplett aus. Was wir mal nicht hoffen. Und wir könnten Kami mitnehmen nochmal, in der Theorie. Wobei, am besten hätte ich auch was Feuerlastigeres. Auch Perna vielleicht sogar. Oder, ich weiß nicht, wie das mit dem Heal aussieht. Wir haben drei, die so Secondary healen kann. Ja, Panda, Perna und WUSA. Lassen wir das. Wir machen das mal oben so. Und da unten, Garo. Wir brauchen Multi-Hits. Auf alle Fälle. Wir könnten Molong mitnehmen. Wir könnten aber auch sie mitnehmen. Also ich möchte hier auf jeden Fall Garni mitnehmen. Wobei Garni wahrscheinlich hier, er hier, könnte eng werden. Ansonsten habe ich nichts, glaube ich, was so Ablenkzeit zurücksetzt. Da wäre Segment eigentlich gar nicht so bad, muss ich sagen. Ja, da wäre Segment vielleicht echt eine Alternative, sie mal zu bauen wieder. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ich mag Segment nicht so. Aber naja, wir könnten... Gianna, weiß ich, Gianna könnte weggenukt werden von ihm, weil die ist nicht so tanky. Das ist so meine Baustelle, was Ruhen angeht, ist ein bisschen nervig hier. Ob es gute Tempo-Ruhen oder gute Vio-Ruhen sind, davon brauche ich welche. Für sie. Wir könnten, ich weiß nicht, was. Unten ist schwer. Unten ist für mich gerade ein bisschen schwer. Ich möchte, Garni, weiß ich nicht. Garni ist auch nicht so schnell. Wisst ihr, die ist nicht der Schnellste. Habe ich nämlich ein bisschen entruhen und immer so versucht, wieder aufzuruhen und so ein Kram. Ich habe Angst vor Garo. Wir könnten das auch so probieren. Aber das könnte übelst in die Hose gehen. Vor allem, wenn sie schneller sind. Und die sind hundertprozentig schneller, oder? Und die werden Wille-Runen haben, wenn sie nicht schneller sind. Aber ich glaube, ich möchte es so probieren. Wir versuchen, die unten wegzunuken. Das ist das Beste, was mir einfällt. Ganz ehrlich, weil Garo würde wahrscheinlich mein Garni wegnuken. Easy. Weiß nicht. Wir versuchen so, ja. Wir versuchen es unten zu nuken. Wobei Eladriel mir da echt in die Quere kommen könnte. Okay, mein WUSA ist schneller. Das ist schon mal verblüffend. So, ich möchte als allererstes eigentlich auf Perna, weil das der DD ist. Kriegen wir die geone-shottet? Ja, so semi geone-shottet. Okay, einmal geploppt, nie mehr gestoppt. So, jetzt muss ich nur noch ausharren. So, Perna geht auf Molong. Auf Molong, mein Gott, auf Feng. So, er kann auch Provoked. Ah, das Wort Provoked, das ist nicht gut. Sleep. Ah. Stun. Okay, immerhin. Da kam der Heal von ihm, das ist okay. So, Passive. Was da passiert? Die Passive kann nicht resettet worden sein. Ich wüsste jetzt nicht, wie. So oft kam die jetzt noch nicht dran. Schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an, weil ich hier ganz gerne gleich mal tot sehen möchte. Ich brauche nur einen Deathbreak darauf. Das war mein Problem. Okay, er wurde gestunt. Und das ist das, was ich meine. Wenn sie ausrastet. Ja, wenn sie ausrastet. Das ist nicht cool. Okay, ich habe geprockt. Dann müssen wir das machen. Ich hoffe jetzt, WUSA kann wieder das machen, genau. Wenn sie ausrastet, das ist nicht gut, Mann. Das ist nicht gut. Okay, Unbesiegbarkeit auf Perna. Das Ding ist, Perna müsste gleich auf jeden Fall die Passive wieder haben. Und das ist nicht so cool. Ja, gehen wir mal auf ihn so ein bisschen. Kriegen wir einen Stun? Nee. Lass, hör auf. Hör auf, du Blöde. So, wir müssen healen. So, und jetzt bitte. Ja, ich habe noch Wille drauf, ne? Ja, okay, gut. So, unbesiegbar. Und Heal. Okay, dann gehen wir zuerst auf Retash. Mir auch egal. Gehen wir zuerst auf Retash. Sleep? Nee. Okay, please, Perna. Ah, nicht mal gekrittet, Perna, du Pflaume. Okay, so. Kriegen wir einen Sleep jetzt hier hin? Okay, nice. Gesleept. Okay, dann könnten wir in der Theorie jetzt auf Perna gehen. Stun. Proc. Ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Deathbreak. Ich muss das machen. Safety first, safety first. Ich hätte versuchen können, sie mit dem Heal und so. Hätte versuchen können, aber safety first. So, er hat nicht gepro... Oh, seht ihr? Gut, dass ich das gemacht habe. Unbesiegbarkeit, shit. Stun. Sleep. Deathbreak. Dann machen wir den wieder. Die hat doch ihre Passive wieder, oder? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt, die hat einmal viermal geprockt.
Die hat hundertprozentig die Passive, oder? Werden wir jetzt gleich sehen. Die hat die Passive, oder? Ja, war klar, dass sie die Passive wieder hat. Okay. Fangen wir halt nochmal von vorne an. Ansonsten gehe ich jetzt auf Retash. Irgendwie. Kriegen wir einen Sleep hier hin. Nice. Und er hat sich geheizt. Dann. Schade. Okay. Mann, ich will diese Perna weg haben. Das nervt mich. Sleep normal. Schade. Provoke. Nicht gut. Okay, wir müssen... Damage. Proc, please. Ah, nein. Oh, shit. Jetzt sind alle provoked. Das ist nicht gut. Und Unbesiegbarkeit. Diese scheiß Jane, Mann. Geh mir auch übrigens auf den Keks. Okay, ich glaube... das wird ein... nervig. Na, jetzt ist RIP. Jetzt durch den Provoke ist jetzt RIP. Ja, jetzt ist gleich mein Panda RIP. Zack, jetzt der RIP. Ja, das RIP. Schade, durch den Provoke. Ich weiß nicht, ob ich ein Schild hätte machen können. Dann muss ich mir nochmal in der Dings vorher angucken. Ah, das war Missplay. Ich glaube, ich habe jetzt nur verloren durch ein Missplay, oder? Und dadurch, dass ich die blöde Kuh nicht down gekriegt habe. Ja, das ist RIP da, oder? Ich weiß nicht, was ich da noch probieren soll. Sleep. Immerhin. Stun. Retash, ey. Ist aber auch so ein Monster. Guckt euch das an, ey. Ja, das ist RIP. Ja, also, meine Prognose jetzt hier verloren. Ich glaube, ich habe ein Missplay gemacht. Und die Procs auf seiner Seite waren da. Ich glaube, Retash hat jetzt dreimal hintereinander geprockt. Die Perna hat viermal hintereinander geprockt. Hat mein Partner fast platt gemacht. Ja, also das war mehr luckabhängig, muss ich sagen. Also das hätte ich gewinnen können. Bin ich ganz ehrlich. Das jetzt eher weniger anscheinend. Ja, vor allem wenn... Guckt euch das an! Wieso hat er denn so einen Luck? So einen Proc-Luck? Heilige Scheiße, Mann. Was ist los mit den Gegnern? Hat man G1 irgendwie einen Proc-Luck? Ach, ey. Das war jetzt wieder... Hätte er hier, der Eladriel, nicht zweimal geprockt und den Deathbreak wieder runtergemacht, hätte ich den wahrscheinlich sogar gekriegt und dann hätte das sogar noch funktionieren können. Das ist das beste Beispiel, dass wenn man hat nur durch die Procs gewonnen. Wette ich mit dir. Das hat nicht mal groß mit den Runen zu tun. Vor allem die erste Runde. Bestes Beispiel. Hier kann man sich drüber streiten. Aber erstes, das waren hundertprozentig die Procs. Und ich glaube, ich habe ein Missplay gemacht. Das weiß ich nicht. Das müsste ich mir nochmal hinterher angucken. Ich versuche mal dran zu denken, dass ich das vielleicht nochmal reinschneide, falls ich ein Missplay gemacht habe. Aber beim ersten 100 pro die Procs. Viermal Perna Proc, an mindestens zweimal geprockt immer. Retash dasselbe. Ich meine, die Procken von Natur, das ist so ein Theomas 5.0, kann man sagen. Aber da sieht man, wie viel Procs ausmachen. Ja, und vor allem bei der Perna am Ende. Das ist ja Hammer gewesen, ne? Also das war eigentlich nur... Man muss mal echt mal gucken. Vielleicht, wenn ich dran denke, mache ich einen Counter. Wie oft ich geprockt habe und wie oft der Gegner geprockt hat. Meine Monster waren alle auf View, außer Wusa. Wusa ist auf Swift. Ja? Aber Feng Yang wie hieß der? Bin halt noch dabei. Perna ist auf View. Ja, also müsste man mal zählen. Bin ich mal gespannt. Aber naja, okay. Ich bin durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen heute und ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.